Herr Lumener, ich habe Post erhalten. Nicht ein, zwei Spendenpakete. Zeige ich euch jetzt mal so grob. Das habe ich damals, bei dem weiß ich schon, von wem es ist, es ist von Micha. Der Spender möge sich bitte nochmal in die Kommentare melden. Ich werde mir irgendein Pseudonym für dich einfallen lassen. Seht ihr, ich habe die Adresse, habe ich alles abgedeckt. Ich rupp die jetzt mal auf und dann gucken wir der Reihe mal nach mal rein. Ich muss halt gucken, dass ich die Adresse nicht zeige, ist klar, ne? Bis gleich. So, was haben wir denn hier? Kleine Aufkleber, wie es. Ah! Ja moin! Action for Free Aufkleber. Ah, geil. Noch mehr Aufkleber. Was? Geprüft. Komm. Ah, das ist gut. Kann ich eine. Guck mal, Falco, die können wir, wenn ich den Labor jetzt wieder mal repariert, das nächste Mal kriegst du einen Aufkleber, dass ich es repariert habe, geprüft. Was ist das? Das ist bestimmt ein Klebeding hier, oder? Ne, was ist das? Wahrscheinlich ein Klebestift, oder? Steht nur Glycerin. Ja, ich vermute mal so ein Prittstift, oder wie nennt man das? Ich kann nicht mehr sehen. Danke, auf jeden Fall. Ja, und Pseudonym. Ja, nur sag dein Vorname von dem Paket, darf ich eventuell Elias, darf ich ja vielleicht sagen. Hier haben wir noch mal eine Packung Adapter. Ah, das sind die für die Laptops, die Adapter. Da kann ich mir hinten Anschlüsse ranlegen. Sehr gut, top. So, und jetzt haben wir hier Batterien oder Akkus. Warte mal. Hybrid Nickel Metall. Was sind das Nickel Metall, Digga? Das wäre ja geil. 5,21, okay. Da wäre es halt mal super. Ja, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, was ich damit machen soll. Also ob die alle tot sind oder ob ich die laden soll oder. Hier haben wir noch, das sieht stark nach 18650 aus. Jawohl. Bei 1 Ampere 1570 Milliampere-Stunden, wenn ich das richtig interpretiere. 1200, okay. Ja, Elias, wäre cool. Also, ich weiß ja nicht, ob das jetzt für Joule-Tiefs-Test oder ich weiß es ja nicht, oder soll ich die regenerieren oder. Brr. Da wäre es gut, wenn du mal, dich mal nochmal meldest oder so. Vielen lieben Dank schon mal. Das ist auf jeden Fall geil, die Aufkleber. Kann ich, wenn ich mal was repariert, kann ich dann geprüft drauf machen. So, ich mache nochmal einen kleinen Schnitt wegen der Adresse vom zweiten Backlink. Also Elias, vielen lieben Dank. So, und weiter geht's. So, ich weiß ehrlich gesagt, also ich glaube, eine LED ist drin, das weiß ich. Das hat er mich ja schon verraten. Aber was ja noch drin ist, weiß ich nicht. Das ist wieder gutes Verpackungsmaterial, aber das kriegst du wahrscheinlich eh wieder. Wenn ich da wieder ein Deckel schicke. Gut, ich schmeiße es einfach mal auf den Boden, damit es schneller geht. Danach packe ich das dann ein. Okay, was haben wir hier? Ja! Ui, bei 6,5. Oh, danke, Mischa. Aber da kriegst du, ich glaube, da hat man ausgemacht, da zahle ich die Hälfte, ne? Von den Dingern. Ich glaube, das sind die. Hatte der Mischa irgendwo günstig gesehen, 1 Euro das Stück oder was weiß ich. 6,5 Watt, 60 Watt. Die werde ich gleich mal so ausprobieren, weil ich habe ja die Lampe hier oben, die ihr gerade seht, die hat ungefähr 20 Watt. Das ist die vom David da zum. Was haben wir hier noch? So, natürlich vorsichtig machen. Ich kann natürlich überall noch. Hier ist auf jeden Fall was drin. Was Schweres. Ein Goldbarren. Nee, Batterien. Überleg mal, pro Joule-Tief sind 8. Naja, das sind 88.000 Jahre. Ja, danke. Da komme ich ein Stückchen hin. Mensch, du wolltest mir doch nur die LEDs schicken. Also noch mehr. Nee, Penis, NBN. Das andere lese ich nicht vor. Ah, das sehe ich, das weiß ich schon.
oberhalb vom Papier, das ist für den Johannes, wenn der wieder mal kommt, das tue ich da auf dem Fensterstock, das ist mein Sammelbord. Und unten drunter, aber ich weiß es gar nicht mehr alles, ich schütze es jetzt einfach mal aus, oben drauf so ein bisschen. Das war ja von Johannes. Nee, aber die Chips glaube ich nicht, ne? Die Aufnahmen. Oder sollte ich da Hälfte, Hälfte machen? Stübe, Hälfte, Hälfte. Das legen wir jetzt erstmal hier hin und die zwei Chip-Aufnahmen tue ich mal bei mir hin. Und wir gucken mal, ob hier noch Chip-Aufnahmen drin sind. Jetzt haben wir hier, das waren glaube ich Mosfets oder die Juden oder irgendwas, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Das ist schon ein paar Tage her, wo der Micha das eingepackt hat. Na, die sind immer durch Papier getrennt. Da tue ich das mir auch mit dem Papier trennen. Aber da ist noch mehr. Ich will euch das noch zeigen. Micha hat mir hier noch ein paar Liebesbriefchen gemacht. Ein LDR ist hier noch drin. Das lasse ich aber gleich drin, damit ich es nicht hier versiebe irgendwo. Und hier ist LED 1,2 Volt, 100 Milliarden Infrarot. Das sind die Infrarot. Ja, gut, die wollte ich auch mal gucken. So, was haben wir denn hier noch? Ah, das ist auch gut. Guck dir mal. Schöne kleine Kühlkörper hier. Für die Chip-LEDs hier. Ne, für die Chips. Ah, perfekt, danke. Super. Das habe ich doch ja nicht verdient. Warte mal, die tue ich mal zu den Batterien. So, und hier haben wir noch mal. Genau, ja, du hast es gesagt, ja. Die zwei Chip-Aufnahmen, die tue ich mir jetzt gleich reinschmeißen. Die waren von mich. Und die anderen zwei waren von VEB und das ist der NE555. Hier. Vier oder fünf Stück. Und dann nochmal so eine riesen LED. Und noch ein paar kleinere, die ich jetzt nicht extra raushol. Die seht ihr hier unten drin, die gelbe. Und hier nochmal so eine große. Die passt dann wahrscheinlich auch gleich auf den Kühlkörper, oder? Ha, guckt mal. Perfekt mit Linse. Das muss ich auch mal ausprobieren. Ich habe noch nie mit Linsenzeug rumgemerkt. Da hat er mich an mich so ein bisschen. Können wir das auch noch fokussieren? Das ist dann noch besser zum Ausleuchten und etc. Ich werde das jetzt gleich mal hier wieder reinpacken. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das eine waren Mosfets hier. Die Kiste, das Bäckle, sage ich mal. Und hier gucken wir jetzt mal kurz drauf, was es ist. Tipp 142. Das sind auf jeden Fall Transistoren. Sagen können MOSFETs oder Dioden. Ich weiß es wirklich nicht mehr. So, was haben wir hier noch? Das ist nochmal, ja, oh, Micha, cool. Das ist nochmal so eine Rossmann-LED, hat er bei Rossmann geholt. Damit wir dieselben LEDs haben zum Testen. Das ist ja hoffentlich die. Ja, die holen wir eh raus, die brauchst du sowieso. Naja, ein Mühe anders, aber ist ja egal, jetzt haben wir noch wieder. Das so für unsere Experimente, dass wir dieselben Voraussetzungen haben. Ah, dieser doppelter Boden. Oh nein, du Lümmel. Oh, du bist ein Schatz, Digga. Ah, oh, Jungs, guck dir mal. 1000 Mikrofarad. Ah, das ist ein ALLCO. Aha. Das ist ja krass. Ah, das waren die, glaube ich. Minuspolgehäuse nicht isoliert. Aber ich glaube, das sind die. Du hast ja gesagt, das sind von Audio, ne? Ich glaube, das ist jetzt noch einer. An 1,250 Volt. Siemens. Ach, ich glaube, du hattest gesagt, die sind für Audio. Das heißt AC, wenn ich das richtig. Wenn das AC wäre, das wäre der absolute Burner. Da steht Ego drauf. Ach, ich glaube, das war so ein bisschen verwirrend. Was ist denn das? Ich glaube, das sind sogar Originalschuhgeräusche. Ich will ja keine Werbung machen, um Gottes Willen. Ne? Esst, was ihr wollt. Kauft, was ihr wollt. Ich glaube, das ist Original. Das sieht nicht. Hast du mir Leckerli geschickt? Eieiei, ich werde noch fetter, ey. Ich muss auf Diät gehen. Was ist denn das? Nee. Das ist doch eine. Ui.
10.000 Mikrofarad bei 100 Volt. Du Scheiße, Mama. Zieh mal den Anschluss an, das ist so dick wie mein Finger. Ah ne, das ist der Halterung, glaube ich, oder? Das ist ja egal. Boah, 10.000 Mikrofarad bei 100 Volt. Boah. Lego mio, du, das sind schon... Meine Fresse, du. Was sind denn das? Ich vermute ja mal, der Micha macht ja mit Audio. Das wären ja schon Audio... Alter, wer hat denn 10.000 Mikrofarad mit 100 Volt? Was ist denn das für eine Anlage gewesen? Meine Fresse, du. Da kannst du... Ja gut, ich kenne mich damit schon aus, aber ich denke, das wird schon... Das ist ja noch einer. Das wird schon ein Riesending gewesen sein. Das ist ja Wahnsinn. Noch... Hast du mir 40 Dinger reingehauen oder was? Du bist ja verrückt. Bist du ein bisschen hier? Rückstellknopf oder was? Nein, Spaß. Ach, du bist wahnsinnig, ey. Wisst ihr, was die Dinger kosten? Ich will es gar nicht wissen. Schreibt es bitte nicht in die Kommentare. Die kosten immer. Nee. Schön, super. Krass, Digga. Musst du auch gleich wieder übertreiben. Scheiße. Da muss ich. Nö. Scheiße, das Paket habe ich, das andere habe ich schon losgeschickt. Hast du Glück gehabt? Ja, gut. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Krasse Sache. Und das ist natürlich richtig brutal hier. Meine Herren. Okay. Ja, wir machen dann mal noch aus hier, Micha, was für die Lampen den Anteil bezahle ich. Ne? Und ja, die drehe ich jetzt gleich rein. Na, warte mal, das können wir ja wirklich gleich. Wollen wir es gleich zusammen machen? Kommt her. Hier. Da können wir ja gleich mal gucken. Könnt ihr ja auch gleich mal sagen. Was ist denn das hier? 6,5 Watt steht. Guck mal, hier haben wir ein paar Werte. Was haben wir denn hier? RA80 ist Farbwiedergabe. Oh, Farbwiedergabe, irgendwas, Identität oder so. 4000 Kuhl weit. 6,5, 8,6 IM. Das war, glaube ich, was war ein IM? Das war doch Dings, oder? Die Wellenlänge, wird das als IM geschrieben? Vielleicht sind sogar Osram, sehe ich gerade. Ja, moin. Aha. Das sieht doch schon fast aus wie so eine Dubai-Lampe, oder? So, dann schwenken wir mal hier hoch. Zack. Reicht sogar mein Winkel noch. Oh nein, jetzt werden alle schreien. Der hat ja noch eine Dings drin hier. Ich mach die mal raus. Ihr seht es aber, guck mal, die ist locker. Die ist nicht eingeschraubt. Ach ja, eine Umdrehung, ne? Also Staub drauf und so. Ich habe tatsächlich noch so ein, wie ist die Dinger, CFL, Energiesparlampe, ne? So, die ersetzen wir jetzt mal. Der hat ja keine Ahnung, auch 20 Watt gezogen oder so ein Scheiß. Jetzt machen wir die doch gleich mal rein. Ich muss aber, glaube ich, noch einschalten. Ach nee, guck mal. Ui. Ist natürlich, wie kommt das auf der Kamera jetzt? Ja gut, man sieht's, ne? Die rechte ist ein bisschen gelber, aber ich kann es doch theoretisch auch umschalten. Zack. So, und jetzt sind wir von 20 Watt auf ja, 6,5, wenn es Sinn hat. Jetzt gucken wir nochmal hier runter. Naja, ich würde sagen, sieht meine Hand aus. Ist okay. Ne? Ist okay. Also für 6,5 Watt. Cool weit. Ja, da spare ich jetzt nochmal 15 Watt Mischer hier an meinem Arbeitsplatz. Oder ja, Arbeitsplatz, ne? Hier zum. Also die macht schon ordentlich hell, kann man nicht mehr. Ich habe jetzt ja alles, sieht ein bisschen müllig aus bei mir. Ich habe jetzt alles hingeschmissen. Aber das ist schon ordentlich hell. Hm. 6,5 Watt, das ist ja meine MBN-Lampe knapp. Kommt da knapp ran. Ja gut, ist aber ungefähr so hell. Ja gut, ich will nicht länger. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall. Da wäre ich, die ein oder andere wäre ich gleich hier. Ich mache mich jetzt mal rum hier mit dem Ding und die gleich mal ein paar reinschrauben und die alten Fliesen raus. Ne? Super, vielen lieben Dank. Und dann habe ich noch ein Beckel rum zum Rumspielen. Ne? Einmal frei. Super. Tschüssi.